Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich wollte jetzt nochmal nach, wie hieß der Ort nochmal? Hier nach Nemorath. Und dort die Waffenbündel abliefern und gucken, dass wir da vielleicht doch noch ein paar Quests erledigen, damit wir hier auf 22 kommen, damit wir den hier in der Wüste kaufen können und endlich in der Wüste richtig unterwegs sein können. Und da anfangen mal die Quest zu machen. Denn an sich sind wir eigentlich schon in der Lage, dort uns durchzukämpfen. So. Hier hatten wir noch nicht gelootet, ne? Jetzt. Ja, jetzt müssen wir nochmal hier looten. Na super. Nehme ich trotzdem mal alles mit. Und die Sachen da hinten, die Truhen, muss ich auch noch dann wieder mitnehmen. So. Hier das wieder mitnehmen. Und den hier knacken. So, so wie die rostigen Schwerter hier mitnehmen und die rostige Streitaxt. Und das speichere ich jetzt, bevor wir hier wieder gegen die Schrate da kämpfen und verkacken. Nee, ich bleib bei dem hier. Ich hoffe, ihr kriegt's hin, dass wir nur einen anlocken, dieses Mal. Gegen einen habe ich kein Problem. So, ich hoffe wirklich, nur einer kommt jetzt. So. Wir sind hier locken. Wo ich gegen den auch kämpfen kann. Ja, es tut mir auch leid, dass ich immer nur einzeln gegen die kämpfe. So, aber die geben 300 Erfahrung. So, den will ich noch mitnehmen. Und das speichere ich. Für den Fall, dass der nächste jetzt zu zweit kommt. Ja. Komm. Ich lock den mal auch nach oben. Das ist auf sichere Entfernung. Okay, der hat uns mal getroffen. Da! Da! Wo ist seine Waffe? Da. Und nochmal was futtern. So, und speichern. Dann können wir den letzten noch kriegen. Ich hoffe, das ist wirklich der letzte. Oder komm du. Da! Da! So, gibt's noch einen? Nö. Aber alle besiegt. Wo ist seine Waffe? Da. Die starre Keule. Haben wir geschafft. War doch gar nicht so schwer. Ich speichere vielleicht einmal. Nicht, dass ich jetzt hier nochmal von jemandem überrascht werde. Mach mir Dietriche, perfekt. Okay. Dann können wir hier weiter und dann die Doros erledigen, die da vorne irgendwo rumlungern.
kommen hier noch mehr. Ruckel. Alter. Dieses Ruckeln. Okay, hier scheint sonst keiner mehr zu sein. Wundert mich ein bisschen. Ich habe aber die Befürchtung, dass hier gleich irgendwo Wölfe sein könnten. Auf dem Weg. Das sind keine Wölfe. Aber genauso schlimm. So, einmal gucken. Wenn ich hier zwischen Dings wechsle. Okay. Da oben müsste das schon sein. So, spring ein bisschen. Dann kommen wir da an. 10 Waffenbündel, die haben wir. War doch hier oben, oder? Ja, das war hier oben. Die zwei Wölfe sind auch wieder da. So, für wen waren jetzt die Waffenbündel? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Tyler? Finlay? Nee, auch nicht. Hier, Zauberwurzel sind auch wieder da. Ich guck mal hier unten nochmal, für wen war das? Nicht für einen befreiten Sklaven. Kepler? Auch nicht. Ich glaube, ich will das gar nicht. Rebell, Rebell. Apropos, hier, Lagerfeuer könnte ich nochmal kurz benutzen. So, 8 groß Fleisch, alle braten. Wir müssen zusehen, dass wir wieder mehr Fleisch bekommen hier. Presslot? Nein. Will hier nichts Neues lernen. Also nicht hier zumindest. Hengli? Diebeshandwerk will ich jetzt auch noch nicht lernen. Das nächste, was ich lernen will, ist tatsächlich hier eher was zur Jagd. Damit ich mehr Geld verdienen kann. Durch die Jagd, wenn ich irgendwas erlege. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So, Dudley? Hier sind deine 10 Waffenbündel. Hier hast du deine 10 Waffenbündel. Das ist riesig. Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Okay, verrate mir jetzt, wer der Anführer ist. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Doch wer es ist, kann ich dir nicht sagen. Da musst du dein Glück schon woanders versuchen. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Nee, hier. Wer ist der Anführer von der... Töte die 3 Urviecher im Norden. Räum den Bau westlich von Preles auf. Hengli der Bauernräuber. Gegenbezahlung. Vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. So, handelst du auch diesen Kram? Ne, da steht nichts mehr. Ein neuer Mann für Nemora. Russell. Warum nicht? Wo ist Russell? Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Hier ist nicht Russell. Unten vielleicht. Hör bloß auf in der Scheiße. Man muss eben aufpassen. Wo ging es nochmal weiter nach unten? Da ging nur noch weiter nach oben. Aber hier können wir auch nochmal kurz quatschen. Irgendwo mit irgendwem. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? 7.660. So,
Sagst du mir jetzt, wer da hier los ist? Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, 75 muss ich schaffen. Mir fehlen noch 45. Ich glaube, ich muss mich wirklich um die Viecher da oben kümmern. Ich speichere trotzdem mal. Und ich sehe zu, dass ich dann da irgendwie zu den Urviechern komme. Was sind denn die, wo sind denn die Urviecher? Das sind zu viele Snapper hier und dann noch diese Ripper. Warte mal, ich lock die vielleicht mal. Ich lock die beiden mal hier hin. Dann können die mir helfen. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Da sind noch mehr von den Biestern. Da! Armselige Kreatur! So, Ripper möchte ich. Mit dem Ripper hier. Das hier wollte ich. Vielleicht schaffe ich noch den einen Dino hier auch noch anzulocken. Ich speichere nochmal. Einen von den Urviechern zumindest. So. Da! Okay. Nehme ich auch wieder mit. Da ist ein schnaubendes Urvieh. Jetzt ist nur die Frage. Wenn wir weiter oben sind. Wir haben ja gespeichert. Jetzt kommen die sogar zu zweit. Ich hoffe, die sind nicht in der Lage, hochzukommen. Wo ist der andere? Jetzt ernsthaft, wo ist der andere? Wir können den jetzt hier von hier oben fertig machen. Das heißt, den anderen, den letzten, können wir auch noch machen. So auf diese Art und Weise. Auf jeden Fall besser so, als im Nahkampf zu versuchen und dann drauf zu gehen. So. Da. Der ist wieder da hinten. Ich hoffe, der kommt nicht hier hoch. Was ist mit dem? Ich hoffe, der bleibt da. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen? Hätte vielleicht vorher speichern sollen, falls er es doch noch hier hoch schafft. Dann muss ich auf jeden Fall die Flucht ergreifen.
Aber wir machen das halt alles nur, damit wir die nächste Dings hier. So, was fehlt? Okay. Jetzt einmal kurz gucken. Wie viele Pfeile haben wir noch? 220. Einer ist hier noch irgendwo. Die können wir leider nicht looten. So. So, jetzt schnell da hoch wieder. In der Hoffnung, dass der es nicht schafft. Nein! Okay, selbe Spiel wie gerade. Kommen die anderen jetzt zu Hilfe, weil der jetzt zu nah ist, oder haben die jetzt gar nicht drauf reagiert? Ich finde es aber gut, dass wir das mittlerweile so hinkriegen. Ist zwar nicht die mutigste Variante, aber besser als die ganze Zeit dann zusehen zu dürfen, wie ich nur drauf gehe. So. Rufe Nemora plus 20. Das gab 20 Ruf. Für wen waren die Quest nochmal? Für Randall. Okay, Randall müssen wir suchen. Hör bloß auf mit der Scheiße. Rebell, auf. Rebell, Russell. Ich werde einfach abwarten. Man muss eben aufpassen, was man. Hier gab es keinen Randall. So, wo ist Randall? Kann dir doch egal sein. Richtig, Dudley, Rebell. Ja, gut reden. Rebell, Rebell, Rebell. Trotzdem war gefällt mir das ganz und gar nicht. War das da Randall? Du erledigst das selbst. Tja, was willst Finley? Du das Tyler? Du hältst dich da raus. Wer war Randall? Und es kommt Kippler? Ich weiß, Mann, ich weiß. Du hältst dich da raus. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Wer war Randall jetzt? Du warst jetzt nicht Randall, ne? Treslot. Da unten war auch kein Randall. Wer war Randall? Ich glaub dir kein Wort. Hör bloß auf mit der Scheiße. War einer von denen Randall? Da haben wir ein mächtiges Problem. Auch nicht. Hä, wo war Randall? Wer war Randall? Einige Probleme erledigen. Was kann denn schon? Ich hab damit kein Problem. Am besten, du hältst dich da raus. Hör bloß auf. Hör bloß auf, ist ja scheiß genug, wie es ist. Ich. Das hat uns gar. Es gibt doch nie wieder Ärger. Okay, wer war Randall? Hey, jetzt ernsthaft, wo finde ich jetzt Randall? Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Was kann denn schon groß passieren? Ist das dein Ernst? Irgendwann ist das auch vorbei. Einige Probleme. Okay, bringe Pressor, die seltene Pflanze, Dauden, Lobelie, Das hat uns am so, besten, du hältst dich da ist das? Oben im Westen, wo die ganzen, Urviecher stehen. Kann dir doch egal sein. Okay, dann hole ich ihm das scheiß Ding.
Ich habe aber keine Ahnung, wer jetzt Randall ist. Und das sind dann auch die Knochen von den Urzeitviechern. So wie ich das verstehe. So. Nochmal speichern. Und zur Not Schwert zücken. Lugilie oder wie das jetzt hieß. Wie sieht das Ding aus, diese Pflanze? Woran erkenne ich es? Ist das hier die? Staudenlobelie. Eine wollte er haben, oder? Noch eine Staudenlobelie. So, welche Zutaten brauchst du? Es handelt sich um eine, um die selten Dingens. Fünf Stück braucht er. Fünf. Okay, wir haben jetzt zwei. Abgebrochen. Komm nochmal. Nochmal kurz speichern. Wo könnten die... Hier ist noch eine. Da vorne ist auch noch wieder eine. Okay, und hier ist noch eine. Dann haben wir jetzt die fünf. So, das können wir speichern, dann können wir wieder zurück. Dann haben wir die Quest dann auch erfüllt. Und ich hoffe, das reicht dann aus. Einmal dann wieder den Ruf hier komplett hier aufbauen können. Also, damit wir wissen, wer der Anführer ist. Und damit wir auch endlich wissen, wer der Anführer ist. Auch wenn wir uns den Gedanken schon machen können, dass das hier Russell ist. Also ich bin mir sicher, es ist Russell. Ich will das gar nicht hören. Wenn er so weitermacht, wird das nie wahr. Du hast gut reden. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So. Treslot. Hier ist, hast du deine Staudenlobelie. Hier hast du deine Staudenlobelie. Das ist wahrlich fantastisch. Ich hoffe, die Biester da oben haben dich nicht zu sehr bedrängt. Hier hast du einige Tränke als Lohn. Okay, sag mir, wer hier der Boss ist. Sag mir, wer hier der Boss ist. Sprich mit den anderen. Ich bin es nicht, Freund. Gib mir deinen Feuerkelch. Gib mir deinen Feuerkelch. Gut. Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe, er wird heil im Kloster bei meinen Ordensbrüdern ankommen. Wir werden sehen. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Ihm kann ich aber noch... Die Dinger hier... Warte mal. Okay, ich habe meine Sachen hier... Dings. Zeig mir deine Ware. Ausgerüstet. So, dann kann das weg. Das kann weg. Wir brauchen wieder Geld. So, das kann hier hin. Die können hier hin. Kampfstäbe. Hellebarden. Das kann hier hin. Das kann hier hin. So. Der kann weg. Der kann weg. Das kann weg. Das. Das. Okay. Ausdauer plus 8. Heilpflanze, Sonnenkraut, Heilwurzel.
Waldbeere, Königsdistel, Feuernessel, Zauberwurzel, darf er auch haben, Morgentau, Kronstöckel behalten wir, Salzer und Pilz behalten wir, weil ich das Gefühl habe, die können wir noch für irgendwas gebrauchen. Oberblätter kann weg, Eisenhalm, Felsnessel, Sumpfkraut, Kötenwurz, Wolfskraut. So, Bisonfell, ne, die müssen wir jetzt sammeln. Goldbrocken, hier davon 4 Stück. Rohstahl weg, der kann weg, der kann weg. Goldausgleich. Apropos. 6 Heiltränke können wir machen. Nice. Ich würde gerne an deinen Pult. Kann ihn da irgendwie wegschubsen? Kann ich nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So, zerstört das Rebellenlager Nemora, möchte ich. Wer ist der Anführer in Nemora? Räume den Baum westlich von Treles, von den Orks. Hör bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Ja, komm, machen wir das. Dann räumen wir da mal von den Orks auf. Kann die nicht mitnehmen. Den kann ich auch nicht einfach so mitnehmen. Ich hatte kurz gedacht, er heißt anders, also... dass das Randall ist. Das hätte er doch besser wissen müssen. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. So, mal gucken, ob wir hier auch heile runterkommen. Ja. Ich glaube, hier kommen wir nicht so einfach heile runter. Oh! Also, ich dachte kurz, das wäre ein Harnischkraut oder so. Das hört sich nach einem großen Viech an. So, aber wenn wir die Orks hier auf dem Bauernhof erlegen, wie viele sind denn das, die hier sind? Muss ich nochmal zählen. So, Sonnenkraut nehmen wir mal mit. Hier war noch was. Eine Waldbeere. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Orks. Mach dich nützlich, Mora. Weg mit der Puh! Sofort auf damit. So, ich versuche den mal wegzulocken. Jetzt, jetzt kommen die alle an. So, gleich wird nur einer angreifen wollen, glaube ich. Jetzt gehörst du mir. Ja, nur er, den wir vorhin angegriffen hatten. So. Der wird gleich nochmal aufstehen wollen. Sobald er aufsteht, schießen wir ihn kaputt. Ich hoffe, der steht ja jetzt auf.
hack dich in Stücke. So, jetzt war's mit dem. So, den nächsten müssen wir jetzt noch genau dasselbe machen. Jetzt gehörst du mir. Okay, mit dem machen wir genau das gleiche jetzt. Reicht die Entfernung? Ich gehe mal davon aus, dass es reichen wird. So, 100 Erfahrung, perfekt. So, Ork-Armbrust. Geschoss 55 abgenutzt, aber. Warum ist alles abgenutzt? Speicher nochmal. Und ich sehe zu, dass ich den nächsten jetzt irgendwie angelockt kriege. So, der ist sauer. Nur die beiden nicht. Wo kommt die Kuh her? Weg mit der Wache. Du wagst es, mich zu schlagen, Mora? Ja. Bleib stehen, Mora. Der kommt noch, okay. So. Haben wir auch geschafft. So, den nächsten muss ich jetzt noch. So, der soll bitte herkommen. Ah, nein! So ein Heiltrank. Okay, das ging jetzt aber schnell mit den Schüssen. So, nochmal speichern. Ich gucke mal, ob ich die vielleicht von der Entfernung einzeln anlocken kann. Den da zum Beispiel. Bin kaputt. Vielleicht so? Okay, das wird
Aber den Kappa kriegen wir auf jeden Fall. Der ist jetzt weit genug von den anderen. Hat halt jetzt ein paar Pfeile im Körper. Okay, der ist doch stärker. Jo, da muss ich jetzt einmal ganz kurz ein bisschen Entfernung sammeln zu ihm. Wie weit ist er jetzt? Und dann mit Pfeil und Bogen. Nein, das ging daneben. Ja! Okay. Ruf bei den Rebellen 31. Ruf in Nemora jetzt 85. So, wo ist sein Schwert? Okay. Das reicht also aus. Nochmal speichern. Da sind jetzt nur noch zwei Orks, die wir jetzt erledigt haben wollen. So, hier nochmal, Heiltrank. So, Waffe wechseln. Wieso hat er jetzt wieder volles Leben? Einmal ganz kurz. Nein? Okay. Okay, haben wir geschafft. Alle Orks hier erledigt. Wie sieht es eigentlich hier aus? Okay. Ich würde sagen, die eine Quest noch abgeben vielleicht. War das der, ne? Wie lag noch was? Ein Pfeil. Krushtarach. So, jetzt nochmal so einen Eintopf nehmen. Alle Orks sind hier jetzt besiegt. Ich speichere das. So, Lagerfeuer. Können wir hier einmal brutzeln. So, 4 rohes Fleisch nehmen wir mit. So, warte mal, hier. Also Ruf bei Rebellen 31 und in Nomura jetzt 85. Die werden mir jetzt sagen, wer der Chef ist, ne? Jetzt werden die sich da nicht mehr rausreden. Muss ich in die Höhle? Ich glaube nicht, ne? Aber ich muss an der Höhle vorbei, hier nach oben. Ne, von hier komme ich nicht nach oben. Zumindest nicht zu den Dingens hier, zu den Rebellen.
finde super, dass ich hier jetzt nicht mehr rennen kann. So, wie langsam werde ich jetzt hier sein? Sehr langsam. Bitte jetzt aber nicht runterrutschen. So. Für wen war denn die Quest? Da haben wir ein mächtiges Problem. So, bring Russell die Bahn aus der Wüste. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Der abtrünnige Paladin vom Pass nach Varant soll sterben. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ach, das war für die hier. Für Nemora. Der letzte Scheiß. Räume den Bauch. Mächtig. Für Kepler war das. Reden wir mal mit Kepler erstmal. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So, du warst Kepler. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Der Anführer der Orks auf dem zerstörten Bauernhof ist tot. Der Anführer der Orks auf dem zerstörten Bauernhof ist tot. Gut. Die Jungs sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Hier hast du deinen Anteil von unserem Gold. Schlimm genug, wie es ist. Nice. Bist du jetzt der Anführer oder was? Bist du jetzt der Anführer oder was? Ich weiß nicht. Nein, ich bin es nicht. Tut mir leid. Such weiter. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Die wollen mich doch hier alle verarschen. Das hätte ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. So. Man muss irgendwann ist das aber ey, die sind jetzt alle hier grün, ne? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Geht das so nicht weiter. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. So, okay, Rebell. Rebell, Rebell, Rebell. Und wer ist Randall? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich möchte immer noch wissen, welche Randall war. Oder war der vielleicht auf einem anderen Hof? Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Du bist der Anführer von Nemora. Na schön. Du hast genug für uns getan, dass ich das jetzt ruhigen Gewissens zugeben kann. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ja, ich bin der Anführer von Nemora. Willkommen in unserer Mitte, mein Freund. Ich hoffe, du wirst uns nicht enttäuschen. Nice, jetzt haben wir das endlich. So, okay, Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Ich schlage vor, du fragst erst noch die anderen. Verstehe. So, Hengler überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Übrigens. Hengler überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Jetzt ist Schluss. Ich schmeiß den Typen raus aus meinem Lager. Ich habe das Schwein schon viel zu lange gewähren lassen. Das hast du gut gemacht. Halt die Ohren weiter offen, ja? Hier hast du deine Belohnung. Okay, nice. Aber wer ist jetzt Randall? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf. Wenn er so weitermacht, wird das nie an dir doch egal. So, okay, ich leg mich mal hier schlafen. Dann bis zum nächsten Morgen schlafen. Warte mal, war das jetzt bis zum nächsten Morgen? Ach du morgens, okay. Sieht sehr. Sehr nächtlich aus, ja. Das hat uns gerade noch gefehlt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Randall! Die schnaubenden Urviecher von Nemora sind übrigens Geschichte. Die schnaubenden Urviecher von Nemora sind Geschichte. Potzblitz, das sind gute Neuigkeiten. Wir können uns demnach jetzt endlich mal entspannen. Ich denke, damit hast du Anspruch auf einen Teil unseres Goldes, Fremder. Nice. Trotzdem gefällt mir das. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. So. Ist das dein Ernst? Warte mal. Einige Dinge. Wie viel haben wir jetzt genau? 22. Wir könnten 7 Punkte insgesamt investieren. Bring mir was über die Jagd bei. 7 Punkte maximal. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Oder? Dazu bist du noch nicht bereit. Lautloser Jäger, okay.
Irgendwann ist das auch vorbei. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an. Und glaub ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nah, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Okay, 19 haben wir noch. So, und wie kann ich den Viechern die Hörner abnehmen? Zeig mir, wie ich den Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Du musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. Okay, 16 haben wir noch. So, gucken wir mal. Also, das können wir jetzt. Und das. Und das machen wir gleich noch. Dafür müssen wir jetzt wieder zurück nach Braga. Also nach Süden. Warte mal, am besten wir gehen durch dieses Tor. Und dann können wir uns einfach mal endlich in der Wüste richtig austoben. Gemacht, das war's für dich, Mistvieh. Hengli, was macht. Ach so. Er wurde rausgeschmissen. Lass mich bloß in Ruhe, du Verräter. Die Rebellen haben mich aus Nemora verbannt. Und du gehst mir besser aus dem Weg. Aber du bist grün. Er wurde rausgeschmissen, okay. So, warte mal. Ein neuer Mann für Nemora zerstört das Rebellenlager Nemora. Nee, das Rebellenlager will ich jetzt nicht zerstören. Ich bin noch bin ich pro Rebellen. So, Waldbeere nehmen wir mit. Wer bist denn du? Kalen? Moment. Dich habe ich schon einmal gesehen. Mich scheint dir fast jeder zu kennen. Warst du nicht auch mal ein Paladin? Auf jeden Fall bist du auch schon gegen die Orks in die Schlacht gezogen. Das sehe ich dir an. Ich habe schon ein wenig Erfahrung. Ich habe schon ein wenig Erfahrung gesammelt. Kann ich mir vorstellen. Meine Taten sind auch nicht ganz unbekannt in diesem Teil des Landes. Ich denke, ich könnte dir bestimmt noch einiges beibringen. Wenn ich doch bloß nicht meine Runenmagie verloren hätte. Ich fühle mich, als sei ich nur die Hälfte wert. Die Zeit der Paladine ist Vergangenheit? Die Zeit der Paladine ist Vergangenheit. Ja, ist schon eine tragische Angelegenheit. Seit die Runenmagie von dieser Welt ging, sind die Orks über uns hergefallen, wie die Fliegen. Wir waren so verwirrt, dass viele von uns nur noch die Flucht ergriffen. Ich war einer von ihnen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich noch lebe. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich warte. Worauf? Auf eine günstige Gelegenheit, meine Kampfkraft wieder einzusetzen. Was hast du vor? Was hast du vor? Damals im Krieg hatte ich einen Waffengefährten. Kurt war sein Name. Er war Paladin, so wie ich. Wir kämpften Seite an Seite für den König. Doch als wir den Krieg verloren haben, ist Kurt völlig durchgedreht. Er fing an, einfache Bauern zu ermorden und zu berauben. Er war nicht wiederzuerkennen. Der Paladin Kurt ist tot. Der Paladin Kurt ist tot. Innos sei Dank. Einen abtrünnigen Paladin wie ihn darf es im Mittelland einfach nicht geben. Hier hast du mein Gold. Meine Mission ist damit erfüllt. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, kann ich dir auch die Wüste zeigen. Weißt du was über die Feuerkelche? Was weißt du über die Feuerkelche? Nicht viel. Nur, dass die Feuermagier sie suchen. Ich glaube, Kurt hatte mal so ein Ding bei sich. Kann mich aber auch irren. Verstehe.
Das Rebellenlager Nemora sucht Leute. Das Rebellenlager Nemora sucht neue Leute. Ich hatte mir schon überlegt, bei den Rebellen mitzumachen. Wirst du jetzt nach Nemora gehen? Wirst du jetzt nach Nemora gehen? Ja, ich werde mich den Rebellen anschließen. Ich danke dir, dass du meinem Leben eine neue Aufgabe gegeben hast, mein Freund. Nimm diese Heiltränke von mir. Mögen sie dir in der Schlacht helfen. Jo, gerne. Was würdest du mich im Kampf unterrichten? Nee, das lassen wir mal. Ich glaube, die tauschen jetzt die Plätze. So, ich will jetzt aber wieder nach Braga. Müsste der hier sein, der Weg? Ja, ich bin schon da. Ich bin schon fast da. Ich speichere einmal. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? Weil danach gehe ich komplett erstmal dann auf Jagd. Also Tierfälle nehmen und Reptilien heute nehmen. Wir könnten beide hier noch machen, tatsächlich. Die eher noch nicht, aber die beiden definitiv. Und danach wieder hier Diebeskünste. Diebeskunst haben wir 39, also den können wir nicht. Den nicht, den nicht, den nicht. Ah, okay, könnte schwierig werden mit der Diebeskunst. Schmieden, wie sieht's da aus? Schmiedekunst sind wir bei 11. Okay. Könnte noch ein Weilchen dauern. Da müssen wir noch einiges so wahrscheinlich lernen. Aber wenigstens haben wir dann den ersten Skillbaum fertig abgeschlossen. Ist ja wirklich der Skillbaum dann, also sonstige Talente, fertig. Jetzt frage ich mich, wird es in der Wüste gleich auch regnen? Also wenn es hier regnet. Ne, hier. Okay. Hier hört es einfach ruckartig auf. Sehr interessant. Und der hatte hier auch einen Feuerkelch, hieß es? Der Kurt? Warte, wie viele haben wir schon? Wir haben 7 Feuerkelche. Von fehlen nur noch 5. Liegt hier vielleicht noch einer rum? Ich sehe hier jetzt keinen rumliegen. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. So, aber wir beeilen uns, ja, um zu, wie hieß der Typ nochmal, zu kommen? Okay, hier regnet es wieder kurz. Und das kann ich nicht glauben. So, Kämpfer, Abbas, Tufail. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. 3000 Gold. Ich will lernen, die Hitze zu ertragen. Mache keine überflüssigen Bewegungen.
Bewege dich nur so wenig wie notwendig und spare deine Kräfte. Die Hitze kann anstrengender sein, als gegen eine ganze Herde Monster zu kämpfen. So, Resistenz gegen Hitze. Den Talentbaum haben wir fertig. Freue mich gerade richtig drüber. So. Schmiedekunst wäre das tatsächlich das nächste, glaube ich, dann mit Diebeskunst, wo ich dann noch ein bisschen investieren will, sagen wir so. Altes Wissen werden wir so wahrscheinlich noch kommen. So, Klingen vergiftet. Verwandlungstränke brauen. Stäbe, Roben verbessert, schnelles Lernen, Mana-Regeneration. Also Schärfen, Rüstung verbessert. Mal gucken, was wir hier sonst noch alles machen können. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter und sind dann jetzt richtig aktiv in der Wüste unterwegs. Dann daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.